Sind Sie ein Liberaler? Ja, natürlich. Ich bin nicht autoritär, sondern tolerant. Und ich bin nicht nur im Zweifelsfall, sondern immer für die Freiheit. Mhm. Und in der Wirtschaft? Tja, da bin ich natürlich gegen Ausbeutung, gegen Ellenbogenmentalität und gegen das Recht des Stärkeren. Da muss der Staat die nötigen Grenzen setzen. Mhm. Und in der Gesellschaft? Muss da der Staat keine Grenzen setzen? Etwa beim Strafrecht? Doch, doch, schon. Nur muss er es eben liberal tun. Puh. Aber was heißt denn dann liberal? Grenzen setzen oder nicht? Und wenn ja, welche Grenzen? Offensichtlich verlangt der Liberalismus eine geistige Anstrengung, um zu verstehen, wofür oder wogegen man ist, wenn man sich für oder gegen den Liberalismus ausspricht. Im Wort Liberalismus steckt das lateinische Wort Libertas, Freiheit. Wessen Freiheit? Freiheit des Staates, Freiheit der Regierung? Nein, beim Liberalismus geht es um die Freiheit des Einzelnen. Und diese Freiheit des Einzelnen zu schützen, das ist die Aufgabe des Staates. Der Leitgedanke ist ganz einfach. Menschen sind nicht wie kleine Kinder, die von der Obrigkeit an der Hand genommen und vor eigenen Entscheidungen geschützt werden müssen. Sie haben legitime eigene Interessen, eigenen Verstand, und sie sollen sich dieses Verstandes bedienen. In diesem Sinn ist Immanuel Kant, unser großer Philosoph des 18. Jahrhunderts, ein wichtiger Gründervater des Liberalismus. Sapere aude, bediene dich deines eigenen Verstandes, um deine Interessen zu erkennen und zu vertreten. Das ist die eine Maxime. Und die andere lautet, sei zugleich klug genug, nur solchen Regeln zu folgen, von denen du wollen kannst, dass auch andere diesen Regeln folgen. Genau das ist der kategorische Imperativ. Er meint, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Oder handle nur nach solchen Grundsätzen, auf die man allgemeine Gesetze gründen kann. Und das heißt nichts anderes als, bringe deine eigene Freiheit in ein Gemeinwesen ein, in dem alle frei sein können und obendrein in der Lage sind, der Vernunft so weit zu folgen, dass sich ein auf persönliche Freiheit gegründetes Gemeinwesen langfristig aufrechterhalten kann. Wie muss nun so ein Gemeinwesen aussehen? John Locke, ein englischer Philosoph des 17. Jahrhunderts, nannte wesentliche Spielregeln für so ein Gemeinwesen. Persönliches Recht auf Leben und Freiheit. Persönliches Recht auf Eigentum. Denn ohne Eigentum kann man schwerlich in Freiheit tun, was man will. Ferner Sicherung von Leben, von Freiheit und Eigentum dadurch, dass der Staat eben nicht übermächtig wird, sondern durch Gewaltenteilung jeder Inhaber von Staatsmacht nur dann handeln kann, wenn ihm andere Inhaber von Staatsmacht das auch erlauben. Und vor allen Dingen sollte es ein Parlament geben, in dem die Gesellschaft und ihre Gruppen eine verlässliche Vertretung gegenüber den Inhabern der Staatsmacht hätten. Für das 17. Jahrhundert waren das ziemlich umstürzlerische Vorstellungen. Erst 100 Jahre zuvor hatte sich aus den Wirren der Religionskriege der moderne Staat entwickelt, in dem es endlich überhaupt eine verlässliche Staatsgewalt gab, die Frieden im Inneren sicherte. Und nun sollte man diese verlässliche Staatsmacht durch Gewaltenteilung verwässern? Und nun sollte man glauben, freie Einzelne würden ihre Macht nicht dazu nutzen, die ordnungsstiftende Macht des Staates wieder zu zerstören? Viele glaubten das wirklich nicht. Und tatsächlich setzte sich der Liberalismus erst durch Revolutionen durch. In England 1688 mit der glorreichen Revolution, die ihrerseits den Parlamentarismus durchsetzte. In den USA
nach 1776 mit dem Abfall von England, mit dem siegreichen Unabhängigkeitskrieg und mit der durch und durch liberalen Verfassung von 1787. Und in Frankreich setzt sich der Liberalismus faktisch durch die große Revolution von 1789 und durch das neue, zum Abschluss der Revolution von Napoleon eingeführte Rechtssystem. Und in Europa setzt sich der Liberalismus dann überhaupt durch mit den Revolutionen von 1830 und 1848. Aber warum waren diese Revolutionen erfolgreich? Im Kern war es so, dass eine neue Gesellschaftsschicht entstanden war, zahlreich geworden war und zentrale gesellschaftliche Machtpositionen übernommen hatte. Es war das Bürgertum. Dieses entwickelte sich in vier Bereichen: in der staatlichen Verwaltung, in Gestalt tüchtiger Beamter und Hochschullehrer, im Handel, ehrbare, erfolgreiche Kaufleute, auch in der Wirtschaft, private Fabrikinhaber, die sein Reichtum alsbald mit vielen adligen Großgrundbesitzern aufnehmen konnten. Und dann in Kunst und Kultur. Es entstanden Deutungseliten, die der Gesellschaft nahebrachten, wie sie über sich selbst nachdenken sollte. Getragen vom wirtschaftlich reich und politisch selbstbewusst werdenden Bürgertum entwickeln sich dann auch entsprechend unterschiedliche Strömungen des Liberalismus. Da ist der Verfassungsliberalismus. Gefördert wurden und durchgesetzt wurden Rechtsstaat, Verfassungsstaat, Parlamentarismus mit Bürgerlichen als Richtern, als Rechtslehrern und als Parlamentariern. Da entfaltet sich der Wirtschaftsliberalismus, zentriert um das Privateigentum, gerade auch an Produktionsmitteln wie Boden und Kapital, gelagert um das Recht auf Vertragsfreiheit, mit freier Marktwirtschaft als Folge all dessen und mit Bürgerlichen als Unternehmen, als Handelsherren und als Bankiers. Und es entwickelt sich der gesellschaftliche Liberalismus. Hier vollendet sich die Aufklärung durch Beseitigung der Gebote und Verbote von Religion und Kirche. Es entfaltet sich Freigeistigkeit in Wissenschaft und Kunst. Und es entsteht die Lust und lebt sich aus, an die Grenzen zu gehen und die Grenzen zu überwinden. Die Grenzen des Denkens, des Forschens, der Kunst und eben dadurch immer weiter zum Fortgang des Fortschrittes beizutragen. Ist das nicht ein vernünftiges Programm? Kann man sich vorstellen, dass jemand je etwas gegen den Liberalismus hatte? Und ob es Gegner dieses Programms gab? Der erste Gegner entsteht über den Verfassungsliberalismus und den Gesellschaftsliberalismus, denn das brachte den Konservatismus als Gegenreaktion hervor. Der stabile Staat eines vernünftigen Absolutismus sollte nicht gefährdet werden und die bewährte sittliche Prägung der Gesellschaft durch die christliche Religion sollte auch nicht beseitigt werden. Denn wohin das führen würde, das hatte doch die Französische Revolution mit ihrem Terror und ihrem quasi religiösen Totalitarismus zur Genüge gezeigt. Über das Erleben und Ablehnen der Französischen Revolution, die ihrerseits um liberale Ideen gelagert war, entstanden die konservativen Parteien und fingen an, den Liberalismus intensiv zu bekämpfen. Erst als sich im Lauf des 19. Jahrhunderts zeigte, dass der Liberalismus den Staat ja nicht gefährdete, sondern sogar besonders leistungsfähig machte, da begann der Liberalkonservatismus zu entstehen, der nun gerade die Errungenschaften des Liberalismus sichern will, etwa den Parlamentarismus und die Rechtsstaatlichkeit. Der zweite Gegner, der dem Liberalismus erwuchs, das war die Arbeiterbewegung und waren deren Parteien. Der Kapitalismus, Kind des Wirtschaftsliberalismus, hatte im 19. Jahrhundert ja nicht nur zu gewaltigem technischen und gesellschaftlichen Fortschritt geführt, sondern er hatte auch
umfassende neue Formen der Ausbeutung und eine große Verelendung der neu entstandenen Arbeiterklasse nach sich gezogen. Vom Liberalismus erhoffte man sich da keine Hilfe, führte doch die reine Vertragsfreiheit zur Übermacht der Anbieter von Arbeitsplätzen und zur Ohnmacht derer, welche wirklich nur ihre Arbeitskraft anzubieten hatten. Als Reaktion darauf und als Heilmittel entsteht die Arbeiterbewegung, desgleichen der jahrzehntelange Kampf kommunistischer, sozialistischer, auch sozialdemokratischer Parteien gegen den Wirtschaftsliberalismus. Versöhnungen und Verbindungen zwischen den sozialdemokratischen Parteien und dem Gesellschaftsliberalismus, die gab es sehr wohl, aber keine mit dem Wirtschaftsliberalismus. Für den freilich stand alsbald auch der Liberalkonservatismus, weil es Staaten mit Wirtschaftsliberalismus nun einmal meistens besser ging als Staaten mit einer von der Regierung kontrollierten und regulierten Wirtschaft. Und eben solche Vorteile wollten Konservative bewahren. Ja, und die Liberalen selbst haben denen nichts hinzugelernt. Zunächst einmal haben sie sich totgesiegt. Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts hatten viele Sozialdemokraten und Liberalkonservative angefangen, selbst den verfassungs- und gesellschaftspolitischen Liberalismus zu vertreten. In den späten 1930er Jahren gibt es dann auch eine Reformbewegung im Wirtschaftsliberalismus. Der Staat solle die Wirtschaft nicht mehr ganz frei laufen lassen, sondern er solle durch staatliche Ordnungspolitik einen Rahmen setzen für gesicherten Wettbewerb und gegen Monopole, die ja ihrerseits die persönliche Freiheit gefährden, und Rahmenbedingungen für eine sozialstaatliche Absicherung jener Markt- und Staatsstrukturen, die ihrerseits ja überhaupt erst eine liberale Wirtschaftsführung ermöglichen. Letztlich also, der Staat solle Rahmenbedingungen setzen für eine nicht nur freie, sondern auch für eine soziale Marktwirtschaft. Und das wurde empfohlen als der dritte Weg zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Der Name für diesen Weg, er war Neoliberalismus. Neu darin, dass der Staat stark sein und die Wirtschaft in den Dienst der Staatsbürger gestellt werden sollte. Dieser Begriff des Neoliberalismus wurde in den 1950er Jahren dann durch den Begriff der sozialen Marktwirtschaft verdrängt und später griff man ihn dann mit ganz neuem Bedeutungsinhalt wieder auf und verkehrte ihn eigentlich glattweg in sein Gegenteil. Seit den 1970er Jahren verstehen viele unter Neoliberalismus eine Wirtschaftsordnung mit einem schwachen Staat bei Allmacht des Kapitals und die Gefährdung gesellschaftlicher Entwicklungsmöglichkeiten sowie menschlicher Freiheit, und zwar gerade in der Dritten Welt. Ja, sind Sie nun ein Liberaler? Vermutlich sind Sie ein Verfassungsliberaler. Für Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Parlamentarismus. Vielleicht sind Sie auch ein Gesellschaftsliberaler, gegen unnötige Zwänge, gegen einschränkende Tabus und für das Abenteuer geistiger und künstlerischer Freiheit. Womöglich sind Sie auch ein Neoliberaler im eigentlichen Sinn, ein Wirtschaftsliberaler, mit der Vision einer sozialen Marktwirtschaft. Womöglich sind Sie auch jemand, der die meisten dieser Vorstellungen zwar zu einem gewissen Grad, doch eben nicht voll und ganz teilt. Dann sind Sie vielleicht ein Konservativer oder ein Sozialist oder ein Grüner oder ein Liberal-Konservativer, ein Sozialliberaler oder ein liberaler Grüner. Und das alles ist in Ordnung. Sorgen sollte sich freilich, wer den Liberalismus instinktiv ablehnt. Denn entweder
Hat er dann nicht begriffen, worum es einem Liberalen wirklich geht? Oder ihm bedeuten persönliche Freiheit und ein demokratischer Rechtsstaat mit funktionierender Wirtschaft wenig? Damit aber setzte er die Grundlagen unserer Gesellschaft aufs Spiel. Unsere Gesellschaft, die ist zwar verbesserungswürdig, im Kern aber gut, oder nicht?